liebe Leute, das war die Erstellung und wir haben Sound, ein einfacher Programmneustart, hat hier rausgerissen. Immer noch mit dabei ist der Julian. Das heißt, hallo. Das, was ihr jetzt gerade gesehen habt, war sozusagen Teil 0, die Charaktererstellung, die wir jetzt auch sofort abschließen und in unser Abenteuer starten. Und wir starten die Uhr. 30 Minuten gibt es jetzt reines Gameplay. So ist es, glaube ich, auch besser. Falls es immer noch keinen Ton gibt, einfach melden im Chat. Das ist super. So, Julia, wie findest du denn das Spiel bis jetzt? Sehr gut. Gefällt mir spontan schon besser als der zweite, wo ich nicht sagen kann, wieso. Okay. Sehr gut. Mehr gibt's nicht. So, noch ein bisschen am Sound rumgespielt. Und wir sind am Start. Wie heißt denn das erste Gebiet? Ich habe es jetzt nicht gelesen. Ich habe auch übrigens für dich, ich weiß ja nicht, ob du den Stream mitverfolgst, wahrscheinlich Nein. nicht. Die Statuen hier aus der aktuellen Collectors Edition jetzt und auch deine. Schön. Nee, aber kann ich nicht verfolgen. Okay. Und selbst wenn, der Stream stockt bei mir sowieso die ganze Zeit, ich weiß gar nicht, was du machst. Alle anderen funktionieren wunderherrlich. Wenn ich bei den Rocket Beans gucke, da ist es wunderbar. Ja, aber die sind halt auch nicht so gut. Ja, anscheinend doch, wenn ich sie sehen kann. Ja, aber ich stream halt in einer etwas höheren Qualität. Wie die. So, sprinten, wir gucken uns hier mal um, gucken uns mal alles an. Weil es gibt ein paar neue Moves, die der Charakter drauf hat. Und wir haben eine kleine neue Seele da gefunden. Und jetzt hat sie ja irgendwie jede Waffe, je nachdem, ob man sie jetzt in zwei Händen, glaube ich, andere, noch so ein zweites Moveset am Start. Das ist ganz geil. Mhm. So. Brauchen wir uns gar nicht holen. Ja. Asche Estus Flacon. Okay, haben wir den auch mal gleich eingesammelt. Abwehrhaltung L1. Das sagen sie mir aber früh. Kritischer Treffer. Machen wir das. Übrigens, das Backstabbing ist deutlich einfacher geworden. Jetzt gucken wir mal. Und treten können wir auch wieder. Ja, jetzt hier. Woher weißt du denn das? Würde ich halt so sagen, weil ich es irgendwie einfacher fände. Also es ist mein persönliches Empfinden, schwindende Seele. Nach einem Gegner, ja? Nein, ich habe es ja jetzt, wie gesagt, auch bei Colin schon mal ein bisschen gespielt. So. Rechte Hand Waffenkunst. Wenn beidhändig geführt. Okay. Das war das, was ich gemeint habe. Hier für Eckes Gegenstand benutzen. Habe ich aber noch nicht benutzt. Benutzen wir jetzt. Ich habe, was ich schon ab und zu in einem Video gesehen habe, mit so zwei Schwertern, das ist schon sehr dynamisch. Auf eine gute Art und Weise. Wie sich der Gegner da... wie man sich selbst den Gegnern nähert und was man da für Kombos auspackt teilweise. So. Gucken wir mal hier. Was ist hier? Parieren. Nach dem Parieren kontern. Von da komme ich. Okay. Alles klar. Dann geht's einfach geradeaus durch. Ich gucke jetzt am Anfang auch ganz genau, wo diese Binoculars sind, diese Fanggläser. Die sind nämlich immer ganz am Anfang und ich suche die immer. Wie ein Narrischer. Wo
obwohl es gar keinen Sinn macht. Wenn man die nie benutzt, in der Regel. Ja, also, so gut wie. Ich meine, du hast es dir ja besonders schwer gemacht. Mit. Wieso? Ich spiel Witcher vorher, stundenlang. Ja, ist halt echt. Ich musste mich bei Witcher auf die Witcher-Steuerung, weil ich hatte die Dark Souls-Steuerung drin, musste ich mich da umstellen und jetzt muss ich mich wieder umstellen. Nein! Oh Mann. Jetzt bin ich da nicht hochgekommen. Ja, das machen wir gleich nochmal. Zack! Hol ich mir jetzt als erstes das Item? Ne, das kann ich. Vielleicht schaffe ich ja den Endgegner hier nicht. Colin hat es ihn ja nicht beim ersten Mal geschafft, muss man sagen. Dann ist Colin halt einfach schlecht. Ja, halt nicht jeder, ne? Ich habe ihn heute in meiner kurzen Session auch zum ersten Mal geschafft. Gleich drei Flakons. Aber ich dachte mir so am Anfang, als ich habe ja nicht selber gegen ihn gekämpft, als ich nur Colin gesehen habe, dachte ich mir schon, okay. Die fahren hier gleich schweres Geschütz auf. Muss man sagen. Ja. Ich fand ihn wirklich nett. Oh Mann, also die Rolle kam ja mal 100 Jahre zu spät. Zum Eingewöhnen fand ich war schon ganz nett. Ja, gelingt. Aber ich denke, für jemand, der noch die Souls-Reihe gespielt hat, ja, Alter, der hat da schon zu knuspern. Oh. Ja, soll er. Boah. Nice! Es gibt da so einen Move, da weiß ich nie, was er macht. Und ich habe so das Gefühl, er macht nichts, er bereitet nur irgendwas vor. Vielleicht will er was lesen. Ja, man weiß es nicht. So, noch ein. Zack. War kein Problem! Das ist hier. Ja, gut, ich meine. Hier schreibt jemand, ich benutze Binoculars zum Zielen mit Zauber. Die Distanz zu groß ist. Okay. Schön für ihn. Ich habe gerade irgendwas gemacht. Ich habe. Wie geht denn das? Ah ja, okay. Die Bewegungssteuerung für hier Gesten ist wieder mit am Start. Übrigens. Warum sagt ihr nicht Fernglas? Will ich nur mal so kurz einbringen. Fernglas sagt doch heutzutage keiner mehr. Ja, außer der auch. Deutsche. Die Frage ist doch, winken. Ich kann mich nicht verbeugen. Oder sagt Binokular, wenn er schon so cool doch, sein hier wollt. Ist verbeugen. Wechseln. Binokular. Freude. Winken. Nach unten zeigen. Das habe ich ja nie verstanden, muss ich sagen. Ich verstehe da, bis auf drei verstehe ich da keins, was das soll. Freude, winken, das verstehe ich schon. Ja, aber wann, ach komm. Wohin? Das sind halt die zwei von den dreien. Aber zeigen, nach oben deuten, nach unten deuten, hören wir doch auf. Ich finde zeigen an sich in Dark Souls 2 sehr hilfreich. Weil ich ganz häufig war ich so ein bisschen der... Das Helferlein für andere soll heißen, ich habe halt ein Level irgendwann gemacht oder habe dann Leuten in einem Gebiet geholfen, wo ich wusste, okay, da kommt man nicht gleich drauf. Ja, das hat er gern gemacht, das kann ich bestätigen. Weil ich dann gesagt nicht hab, gut, aber gern. Du hast nicht gut, Mann. Ja, nee, passt schon. Ja, da in der Windmühle. Dabei ja, war es die Minen oder wie hießen die?
Kann sein. Es war auf jeden Fall das Miniges auch dabei, so ein bisschen. Ja, es war so eine Art Steinbruch, sage ich jetzt mal, wo man da das Windrad anzünden musste mit seiner Fackel und dann ist es abgebrannt und dann ist das Gift aus dem Bossraum verschwunden. Haben nicht viele Leute gewusst? Alter, was du hier wieder. Alter! Alter! Sehe schon, bei denen gehe ich jetzt drauf. Zu unvorsichtig war. Ja, weiß er, manchmal, ne? Damals im Feriencamp. Okay, jetzt habe ich aber auch keinen Bock mehr auf die. Die greifen mich nicht an. Die wollen einfach nur ihre Ruhe, sag ich. Gehen wir doch mal hier hoch. Was ist denn da hinten? Oh, da sind Blutflecken. Das heißt Obacht für mich. Sieht schon wieder so aus, als wäre hier wieder 100.000 Sachen versteckt. Bam! Und hier sind auch Sachen versteckt, aber hier ist irgendwie. Hier ist Böses im Busch, habe ich so das Gefühl. Bei Darkstars glaube ich nicht. Was habe ich hier? Habe ich gerade den Blut eingesammelt? Ja, Glut, ja. Aber nicht so eine Glut. Ich habe aber nicht nachgeguckt, was die bringen. Was sie bringen. Ich dachte, du meinst die Lore, die dahinter ist. Ich glaube, das ist Menschlichkeit. Das kann gut sein. Aber ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, man entfacht sich ja hier irgendwie. Okay, nochmal Glut. Ja, und dein Lebensbalken ist länger, wenn du Wenn du entfacht. entfacht bist. Oder Gekindelt. was auch immer. Ja, wo Guck wir mal. wieder bei Büchern wären. Jetzt gucke ich mir aber doch mal hier mal den Hintergrund vor allem an. Selbst wenn ich mir versuche, alles anzugucken, übersehe ich wieder alles. Ja, das muss man leider in Kauf nehmen, wahrscheinlich. Nee, muss man nicht, man kann sich hier angucken. Ich muss ja sagen, für mich sieht es ein bisschen aus wie der hintere Teil von dem Drangleic-Schloss. Es So. hat mich an vieles erinnert. Und was denn noch? Es kommt drauf an, wo du bist. Na, vorm Feuerbannschrein. Ja. Der hat mich zum Beispiel an. Ja, den Nexus erinnert, klar. Ja, aber ich meine jetzt Ja. hier den Hintergrund. In Anführungszeichen. Diese. Ja, mag sein, Mann. Weiß ich nicht. Hast dir wieder gar nichts angeguckt, bist wieder nur durchgehuscht. Durch die Gar ganze nicht Büsche. wahr, sonst wäre ich sicher gestorben einmal. So, jetzt gehen wir mal noch da hinten hin. Hier oben waren wir noch nicht. Oh. 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 Uiuiui. Was ist denn los? Hier ist einer, der hat. Der sieht gefährlich aus. Sagen wir einfach, der sieht gefährlich aus. Der kommt auf mich zu. Bist du außerhalb vom Feuerbannschrein? Ja. Ja, der ist. Bei dem bin ich dann weggerannt. Lass mich raten, der hat viel Leben. Ich glaube ja. Dann verlassen wir das und gehen mal in den Feuerbannschrein. Alter. Ich glühe ja so ein bisschen an den Füßen.
das ist ja. Ah, okay. Wer sieht's denn hier? Du hast doch den Gegner schon besiegt. Ha? Dann glühst du nicht nur an den Füßen, du glühst auch so insgesamt, oder nicht? Ja, hauptsächlich an den Füßen sehe ich es jetzt halt. A pleasure to make thine acquaintance, Ashenor. Ja, Schrein, die Trinkets and spare. I've lots of little things to ease the burden. And yes, I'm undead too, but not so charitable as to give my goods away. Ashen one, fetch soul, as is thy want. No? Ashen one. If my wares are not to thy satisfaction, bring me umbral ash. Schattenasche. Okay, is it not our sorry fate to suck on death? Ashen one, be sure to bring more soul. Okay, guck mal. Alter. Aber auf den Kerzen ist ja schon einer abgegangen, oder? Ja, die waren schön, aber die habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Es ist ja nicht so, dass es ein Tempel wäre mit 3 Milliarden Kerzen und sonst überall dunkel. Nee, aber dennoch. Das ist dann. Es ist schön, aber es geht geiler. Beim Schmied verstärkt man jetzt den Flakon, alles klar. Uns doch hier mal ein bisschen um. Aber endlich haben sie mal ordentlich Licht und Schatten. Oh ja, es sieht super aus. Der Licht und Schatten jetzt, oder? Allgemein im Vergleich zu den Vorgängern. Ja gut, aber das ist jetzt auch ja, und? Nicht so. Okay, das sind. Oh, da sitzt sogar einer auf dem Thron. Auch wenn nicht sehr lebendig. Gucken wir uns doch mal da oben an. Schauen wir mal, ob wir den da uns begucken können. Oh, der lebt sogar. Auf dem Thron? Ja. Auf welchem Thron? Wenn du davor stehst. Zwei davon links. Da sitzt jemand drauf? Ja, da sitzt jemand drauf. Von mir wurde zum Aschenfest. Aber gut sieht er nicht aus. Er hat keine Beine. Der kann nicht mehr viel wie sitzen. Kohlener Leichnam. Warte. Wisst ihr um unsere Aufgabe? Sonder für die Binden des Feuers. Soll ich ein bisschen Wissen einstreuen? Sehr gerne. Das Wort Thron kommt aus dem Griechischen. Thronos. Keine Ahnung, Mann. aus dem Griechisch stammende Wörter erkennt ihr hauptsächlich am TH vorne. So wie the im Englischen. Ganz genau. Oder Theokratie zum Beispiel. Ja, aber das nur nebenbei. Ich weiß leider nicht, was es heißt. Muss ich mal nachgucken, aber wird schon unwichtig sein. Interessiert doch sowieso keinen. Thron heißt wahrscheinlich einfach nur Stuhl. Stuhl? Ja. Schäbel. Ja, König Lothric, der war doch in den Vorgängern tatsächlich ein Begriff. Jetzt noch nicht mal ganz. Ja, da war viel war ein Begriff. Dark Souls 2, glaube ich, war das unser Mann im Bunde. Und natürlich der Ritter, der den Mut aufgegeben hat, ist auch wieder da. Ja, ja. Below. Below, hä? Zusammenbrechen. Ich meine, wie dumm ist das eigentlich, dass man eine Geste lernen muss? Ja, du bist gerade erst wieder aus dem Sarg gekrochen.
Das kann man noch nicht so viel. Aber, naja. So. Dann, bevor wir hier rumreisen. Ich hab ich kümmere mich Teilen. Um die Flamme und um euch. Die Fürsten von unseren Thronen gebracht werden. Sie steht mir zur Seite, das finde ich sehr löblich. Nun gut, dann würde ich sag, du kannst sechs Stufen aufsteigen. Sechs Stufen? Behaupte ich. Okay, ich bin Level 9. Ich sag, es reicht bis 15. Was gehen? In was stecken wir es dann? Ja, das ist immer wieder erneut die Frage aller Fragen. Du lügst mich an. Ich kann 3 aufsteigen. Ich bin jetzt letztens. Da sagt er zu mir, ich hätte nirgends rumgeguckt. Ist schon wieder alles übersehen. Nee. Und jeden Gegner stehen lassen. Nicht jeden, aber so 4 Stück, glaube ich. Aber die hätten es auch nicht rausgerissen. Nee. Da fragt man sich schon, ob du das Spiel überhaupt ernsthaft spielst. Entschuldigung. Wie viele Gegner kann man denn da besiegen? Weiß ich nicht. Ich habe halt jeden einmal gemacht. Dann bin ich auf 15 gekommen. Also Stufe. Habe ich denn da noch jemanden gesehen? Dann gucken wir uns mal, bevor wir weitergehen in dieser Folge. Was wir Hast du so einen Leuchtenden besiegt? Ein Leuchtender? So einer, der ganz anders aussieht als die anderen? Das wäre doch zum Beispiel noch was. Wo soll der sein? Vor dem Endgegner oder nach dem Endgegner? Nee, davor, ziemlich weit davor, glaube ich sogar. Da kam es doch mal auf so einen Platz mit einer Schüssel irgendwo da rumstehen. Vielleicht, wenn du dich entsinnst. Kurz davor ist es. Also dritter Gegner oder so. Ja, also recht früh schon. Mitten in den Nachrichten, die dir helfen sollen. Die Tutorial-Nachrichten. Da gibt es eine Nachricht vor so einem Durchgang. Da steht dran Rückzug. Und da gehst du dann weiter. Was auch immer die mir damit sagen wollten. Ich hab mir gedacht, scheiß auf Rückzug, das kann ich immer noch im Nachhinein machen. Da hast du recht. Gehen wir mal hier noch hier nach unten. Und man kann ihn ziemlich gut besiegen. Die gehen mir ein bisschen auf den Sack, weil die ein bisschen ätzend sind. Yes. Runtergeschuckt. Ja, einer steht da ganz wunderbar. Ah, da stehen ein paar ganz gut. Aber es funktioniert nicht immer so gut, wie ich das gerne hätte. Aber okay, dann wird das hier auch erledigt. Ich bin immer vorsichtig bei so, selbst bei kleineren Gruppen. Ja, also kleine Gruppen von ganz schlechten können ziemlich große Gruppen, die böse sind, werden. Ja, das Ding ist halt, die hauen dir halt wie die Berserker. Alter, das Springen. Hast du Springen eigentlich umgestellt? Oder geht Nein. das? Ich habe da noch nichts gemacht. Moment. Ich merke gerade, es ist nicht mit Kreis. Es ist mit L3 standardmäßig. Ich habe da noch nichts umgestellt. Ich komme da nicht auf diese Truhe. Ich glaub's wohl nicht. Ich krieg dieses Item auf der Truhe nicht. Ich komm da nicht drauf gesprungen. Na jetzt. Wunderbar. Kleine Titanitscherbe. Ui. Sehr schön. Ja. Jetzt bin ich gerade in so einem. Ich sag's ganz Spoiler. Ganz
spoilerfrei, in einem Gebäude, das schon sehr aussieht wie Bloodborne. Also an mancher Stellen muss ich dir schon recht geben. Leider. Hey, ich sag mal, wie es ist. Aber nicht alles, finde ich. Nicht alles. Ich war jetzt auch schon... Sonnenleuchten, dann. Ich bin jetzt auf jenem Platz. Mit dieser Schüssel. Naja. Wo war ich denn noch nicht gewesen? Geh mal da dann zum... Da, wo du herkamst. Also ganz am Anfang und ja. Links halten. Da ist dann so ein kleiner Durchgang, glaube ich. Da muss eine Nachricht auf dem Boden liegen. Okay, hier bin ich raus. Vielleicht hier? Also wenn du von da kommst, dann rechts halten. Schwerer Angriff, so. Rechts halten. Laufen und Sprint. Da war diese Seele. Ging's hier weiter? Nö. Das ist nicht in dieser einen Ding, wo es diese Seele gab, aber... Weiß ich nicht. Da gibt es eine Nachricht, da steht Rückzug. Mehr kann ich dir leider auch nicht mehr sagen. Ja, wenn das eine vom Spiel war, eine Nachricht. Ja, das war es auf jeden Fall. Okay. Kehr offen. Ja, das mag sein, das ist das Gleiche. Weil das war... Ich habe das... Okay, hier war ich tatsächlich nicht. Ohne Update gemacht, angefangen, weil das Update nur eine halbe Stunde gedauert hätte, habe ich mir gedacht, fickt euch. Und da hieß dann das Reisen, hieß noch Teleportieren, ist mir aufgefallen, total lustig. Ich weiß nicht, warum die das geändert haben. Deswegen kann sein, dass die Nachricht mittlerweile Kehr um und nicht Rückzug heißt. Ich verstehe. Ah ja, ich verstehe. Gut. Ui. Leben hat er, wenn er nichts hat. Ja, aber das müsstest du gut hinkriegen. Ah, sag das nicht. Er hat mich gerade hart gekillt, fast. Ich hab keinen Flakon! Ein Flakon! So. Oh. Das war unangenehm. Pack dir die harten Aufgaben aus. Kann man seinen Schwanz abschlagen? Hast du dieses versucht? Oh nee, ich war so überrascht und verwirrt, dass ich rumgerollt bin wie ein Blöder, bis er besiegt war. Da habe ich nicht an Schwänze gedacht, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn das normalerweise sehr häufig vorkommt. Ich komme gerade nicht gut an den Aran. Komm du mal her, Kollege. Okay, da. Ich mag das Schwert. Das Schwert ist super geil. Ich mag, wie schnell das geführt wird. Wow. Okay, was war das? Na, shit. War nicht anvisiert. Alter. Hast du dir einen Wecker gestellt eigentlich? Ja, ja. Okay. Ah! Es hat nicht viel gefehlt. Hätte mich nur noch einmal anpusten müssen. Seele eines unbekannten Reisenden. Aber ich kann euch sagen, liebe Leute, ich sehe auf die Zeit, das ist fast wie in der Arbeit, wenn ich Let's Play. Super, da habe ich nämlich auch immer so eine Zeitanzeige. Genau. Mega lässig. Das ist wirklich lässig.
Und ich bin mittlerweile auch relativ gut darin, die Sachen abzumoderieren. Perfekt auf die Sekunde genau. Und dieser etwas härtere Gegner hat auch einen schönen Abschluss von der ersten Folge. Von der ersten richtigen Folge, ohne die Charaktererstellung mit eingerechnet. Wie war das? Paris, Athen, auf Wiedersehen. Gegeben. Nein, noch nicht so weit. Doch, jetzt sind wir am Ende. Da klingeln die Glocken. Wir haben schon einen Endgegner besiegt hier. Und werden uns jetzt dann gleich in die erste Stadt, ins richtige Gebiet begeben. Schön, dass ihr zugesehen habt. Für die, die es jetzt auf YouTube nachholen. Für alle anderen geht es jetzt nach einer ganz kurzen Pause sofort weiter mit Dark Souls 3 und mit Julian. Tschüss.